Ja, die Familie Binder möchte mir etwas über Helene erzählen. Wie ist Helene auf den Hermannsberg gekommen? Das war zum Ende ihrer normalen Schulzeit mit 16. Die ging vorher Ja, 10. Klasse. in die KBF, in die Körperbehindertenschule in Mössingen. Sehr große staatliche Schule, oder nein, es ist auch privat, aber staatlich gefördert. Ist ein großer Verein, ich weiß nicht, etwa 1000 Betreute, die da sind. Und da war ihre normale Schulzeit zu Ende. Und ja, es galt, einen Platz zu suchen für diesen, wie heißt das, Werkstufe. Und da hat uns ihr Arzt in der Filterklinik empfohlen, eine Schule zu suchen, ein Internat zu suchen. Nicht nur eine Schule, sondern ein Internat mit anschließendem Lebensplatz, weil unsere Betreuung irgendwo ein biologisches Ende hat. Ich war damit gar nicht einverstanden, ein Kind herzugeben, das man 16 Jahre lang intensiv betreut hat und liebt. Die anderen Kinder natürlich auch. Aber es ist doch ein Unterschied, weil die Betreuung, man fühlt sich verantwortlicher für so ein Kind. Aber der Arzt hat uns überzeugt, dass es richtig ist. Und wir haben uns damals Föhrenbühl angeguckt, diese Partnerschule, auch eine Campil-Einrichtung. Und es hat uns auf Anhieb sehr gut gefallen. Der Herr Scholz, der Schulleiter, hat uns damals rumgeführt, wirklich liebevoll, ich glaube 2 Stunden, hat uns alles gezeigt. Und ich habe ihn dann gefragt, Herr Schulz, muss ich Sie doch mal fragen, Sie haben das ja nicht für heute extra hergerichtet, sondern es sieht ja immer so aus, so idyllisch, sauber, Schön. schön. Ich fand immer, das hat ein, was von einem Märchendorf. Ja, sehr idyllisch. Warum ist es hier so? Dann sagt er, das liegt darin, dass wir hier auch leben. Wir fühlen uns hier wohl, wir wollen uns hier wohlfühlen. Und es gibt eigentlich nicht wirklich so diesen großen Unterschied im Leben zwischen Schülern in dem Fall, also Betreuten und Betreuern. Das ist eine Lebensgemeinschaft. Und das zu begreifen, war nach unseren Erfahrungen vorher in dieser Massenabfertigung schon sehr erstaunlich. Ja, und dann hat sie die Jahre da verbracht, bis die Werkstufe fertig war. Und dann haben wir einen Nachfolgeplatz gesucht und haben glücklicherweise einen bekommen auf dem Hermannsberg, wo die Helene seit 7 oder 8 Jahren, seit 8 Jahren lebt Und der und Hermannsberg arbeitet. ist die konsequente Fortsetzung von Föhrenbühl. Ich mache einen Kerzenhalter. Sowas. Ja. Machst du das gern, diese Arbeit? Na ja, mal nein. Mal ja, mal nein. Und wann ist es mal nein? Wenn ich irgendwas an was denke, dann mag ich es nicht so manchmal. Dann sage ich manchmal, die Arbeit ist blöd. Obwohl es eigentlich nicht blöd ist. Und sie hat sich das selber rausgesucht. Stimmt. Sie hat Praktika gemacht in verschiedenen Einrichtungen, auch in Bayern, und hat sich dann für Bayern entschieden, musste dann auf den Hermannsberg. Nee. Hermannsberg war schon das, was sie sich Also zwischen gewünscht hat. Hermannsberg und Bayern war dann ihre Entscheidung Hermannsberg. Wie geht es ihr da? Was erzählt sie? Was sind so ihre Berichte? Die redet unglaublich viel von anderen Menschen und heute habe ich wieder getroffen und der hat dies gemacht, jener hat das gemacht und wir haben einen neuen Betreuer und der kommt aus Afrika und dann lernt sie auch mit Freuden sämtliche Sprachen. Mein Onkel ist auch Schreiner und als er den Platz bekommen hat an Weihnachten, ist sie gleich zu ihm hin. Ich mache jetzt das Gleiche wie du. Und war richtig stolz. Ja. Toll. Wie ist das entstanden mit den epileptischen Anfällen?
Weiß man das? Nein, oder? Kann man nicht. Also die Ärztin, Spezialistin in Tübingen an der Uniklinik war der Meinung, es gibt einen äußeren Anlass, entweder eine Infektion oder eine Verletzung. Die Helene war 4 Jahre alt. Dann haben sie das alles untersucht, 1 Jahr lang, alles doppelt mit Lumbalpunktion und allem drum und dran. Also die Helene hat es auch mit großer Geduld über sich ergehen lassen, muss man sagen. Und am Ende sagte sie, also wir können mit 99%iger Sicherheit ausschließen, dass es irgendeinen äußeren Anlass gibt. Nicht gibt. Wir können ausschließen, dass es einen äußeren Anlass gibt. Genau. Ja. Steht in der Diagnose genetisch bedingt. Wir haben gesucht, aber nichts gefunden in den Familien, also erblich scheint es auch nicht zu sein. Es war einfach nicht erklärlich. Also ich war 4 Jahre lang unserer Auffassung nach gesund. Wenn man hinterher natürlich überlegt, findet man immer irgendwelche Auffälligkeiten, aber bei jedem Kind. Ja. Die Veränderung war dann natürlich immer auch die Frage, ist es die Krankheit, die die Veränderung in der Helene macht, oder sind es auch die Medikamente? Mhm. Weil sie ja doch starke Medikamente nehmen muss, auch zeitlebens nehmen muss, und die beeinträchtigen sicher auch, also was Geschwindigkeit, was die körperliche Fitness angeht. Helene ist träger geworden, seit sie die Anfälle hat und seit sie die Medikamente nimmt. Also am Anfang, als die Helene krank wurde, es war, wie gesagt, ein unglaubliches Energiebündel, positiv, dickköpfig, mit den 4 Jahren schon eine richtige Persönlichkeit. Und als sie krank wurde und gekämpft hat im Krankenhaus, das war ja fast lebensbedrohlich, irgendwann war sie in einem Status. Sie hat gekämpft, das Aufsitzen war schon eine Anstrengung. Mhm. Da ist man zornig, erstmal. Dieses Kind, dieses Lebensbündel, warum? Diese Frage stellt man sich ja sowieso immer, oder gibt es irgendeine Schuld? Total widersinnig, aber man stellt sich die Frage. Und als wenn man sich, sagen wir, damit abgefunden hat, das ist so die erste Stufe, haben wir uns zusammengesetzt, wir haben mit die Probleme, die wir mit oder über Kinder hatten, immer gemeinsam besprochen. Und haben immer versucht, ein gemeinsames Ergebnis zu finden. War oft ein Kompromiss, aber der war wichtig, dass wir auf einem gemeinsamen Level stehen und die Kinder sozusagen mit einer Zunge erziehen und sprechen. Da haben wir versucht, so normal wie möglich mit dieser Geschichte umzugehen. Also die Helene war ja, wie gesagt, körperlich nicht behindert. Allerdings hatte sie zu dem Zeitpunkt auch tagsüber noch ziemlich viele Anfälle. Ist in einen normalen Kindergarten gegangen hier im Dorf. Das haben wir, sagen wir mal, den Menschen zugemutet. Manche empfanden das auch so, dass das eine Zumutung ist, ein behindertes Kind im Kindergarten zu haben. Und andere fanden es eigentlich, wie wir später, als eine Bereicherung für diesen Kindergarten. Ja, eine Erfahrung, die ihre gesunden Kinder machen konnten, mit der Helene, mit einem behinderten Kind, das auch da zu dem Zeitpunkt noch ordentlich Power hatte. Also das haben wir ziemlich lange gemacht. Mit der Schule ging es dann nicht mehr. Mhm. Und das war eigentlich eine Zeit, die sehr schwer war. Wir hatten immer das Gefühl, wir müssen sie wach halten. Mhm. Sie ist da weggedämmert. Ganz komische Geschichten auch, dass sie in die Schule kam und sofort eingeschlafen ist. Das hat sie über Wochen gemacht und musste man sie rausnehmen. Mhm. Dann hat sie sich übergeben. Eine Zeit lang jeden Tag. Hier überhaupt gar nicht, aber in der Schule. Wir haben gesagt, sie findet es halt zum Kotzen. Der Unterschied zu Föhrnbühl war für mich so fundamental. Der Umgang mit der Helene oder mit den Schülern da und die Entwicklung, die sie erreicht haben. Die geben sich nicht damit zufrieden. Das Kind hat eine Behinderungsstufe, so war das in der staatlichen. Also kann sie nur Haus, Maus, Katz verstehen und mehr müssen wir auch nicht tun. Im anthroposophischen Ansatz ist es einfach so, dass sie sagen, das ist ein Mensch, der hat ein bestimmtes Alter und wir müssen versuchen, altersgemäß zu reagieren und wir machen auch keine Einstufung, die als Urteil gilt. Als die Helene nach Föhrnbühl kam, konnte sie die Wochentage nicht fehlerfrei aufsagen hintereinander.
Und heute führt sie einen Geburtstagskalender, wo alle Telefonnummern drin sind und sie vergisst keinen Geburtstag. In der Zwischenzeit passiert es mal ab und zu. Aber, nein, zwei Jahre in Folge. Aber die Helene ist zum Beispiel mit ihrer Altersgenosse im Dorf konfirmiert worden. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass die anderen das als große Bereicherung gefunden haben, die Helene da mit an der Hand zu nehmen. Und das war viel unproblematischer, als ich am Anfang gedacht habe. Da hat immer im Wechsel einer von den Mitkonfirmanden für die Helene mitgeschrieben, hat ihr Sprüchle aufgeschrieben. Einer hat sogar gesagt, Gott sei Dank war die Helene mit uns im Konfirmandenunterricht. Ohne Helene wäre es ja sehr, sehr langweilig geworden, weil sie einfach eine sehr direkte Art hat, Dinge anzusprechen, die man sonst in dem Alter vielleicht nicht anspricht. Und Helene hat auch keine Scheu, jemand Kontra zu geben. Also die hat am Pfarrer dann einfach auch mal gesagt, das ist jetzt langweilig. Was die andere Konfirmande einfach nicht gesagt hätte. Von daher wurde das als große Bereicherung empfunden. Ja. Also es ist heute nur so, wenn Helene hier ist und sie läuft oft mit unserem Hund so eine halbe Stunde und auch natürlich durchs Dorf, da bleiben die Leute stehen. Ah, Helene, bist da? Und alle freuen sich, weil die Helene hat schon eine sehr positive Ausstrahlung. Und das, Paula, und das fand sie, das findet sie auch toll. Ich habe die Frau so und so getroffen und wir haben zusammen geredet. Die Helene wäre der typische Fall, wo die staatlichen Behörden heute fordern, so jemand muss alleine leben können und muss Teilhabe an dem Alltag der anderen haben. Aber es stimmt nicht. Die Helene war so nicht, bevor sie nicht dahin gekommen ist, und sie wird sich auch verlieren in einem größeren Zusammenhang. Also da bietet ihr das Dorf in seiner Geschlossenheit die größtmögliche Freiheit, die wir ihr ja gar nie bieten könntet. Wir müssten sie einschränken, um sie zu schützen. Und das muss dort im Dorf nicht gemacht werden. Jetzt hat sie einen Freund, haben Sie erzählt? Ja, und ist ganz glücklich. Also sie ist relativ frisch verliebt, ich glaube im Februar. Ja. Seit Februar sind sie zusammen und es ist ganz toll, es tut ihr sehr gut. Sie nehmen sehr viel Rücksicht aufeinander. Es wird auch in der Gemeinschaft wahrgenommen. Sie besucht ihn, er besucht sie, ganz offiziell. An Ostern haben sie telefoniert. Ja, mehrfach. Jeden Tag. Ja. Als sie hier war. Also das ist ihr ganz wichtig und ihm ganz wichtig. Und sie sprechen auch darüber, was ihre Beziehung bedeutet, was es ist. Also ich finde es ganz erstaunlich, wie sie damit umgehen. Ja. Und da wird einfach eine gute Begleitung auf dem Hermannsberg gewährleistet. Die beiden Hausmütter, also von der Helene und von Michael, haben das wahrgenommen und die haben regelmäßig Treffen, wo sie dann zu 14, die beiden Hausmütter und das frisch verliebte Paar, und wo dann Dinge auch einfach auf den Tisch kommen. Wie stellst du dir Beziehungen vor oder was bedeutet für dich das Zusammensein mit der Helene oder was erwartet die Helene von Michael, dass da schon im Vorfeld versucht wird, Missverständnisse auszuräumen. Also wir könnten es nicht besser begleiten, ganz sicher nicht.